Heike. Hallo YouTube. Hallo, hallo. Ah. YouTube Mama, Homepage Mama. Genau, danke, ja. Dass du wieder da bist nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren Abstinenz, endlich. Mein Gott, ja. Ich bin so glücklich, dass ich mal wieder meine Haare komplett habe neu machen lassen von den 3 schwarzen Schwäbinnen. Und die haben wie immer einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Ja. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie schön sie das gemacht haben von allen Seiten. Ja. Ein bisschen drin. Ups. Ja, das sieht richtig hübsch aus. Mhm. Ja. Schön voluminös, ja. Mhm. Und schon eine gleichmäßige Locken. Die haben sie auch stufig gemacht. Ja, und die Abrit hat mir auch noch ein paar kürzere Haare mit eingeknüpft. Mhm. Damit ich oben ein schönes Volumen habe und dass es einfach auch verspielt aussieht und feminin. Ja. Das ist die Pracht. Ach, ich bin so glücklich. Ja. Steht dir auch, Heike. Nee, dankeschön. Ja, ich habe jetzt schon so lange Open Bates, die gehören einfach zu mir. Also ohne, ich kann mir das einfach gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, du musst ewig flechten, aber bis zum Ende deiner Tage. Ja, ja, ich halte mich fit. Okay. Ja. Das mache ich gern, lieber nun gern, ja. Und jetzt mache ich dir mal die Haare ein bisschen anders und dann zeige ich die Haare auch gemacht. Genau. Okay, jetzt zeige ich nochmal an allen Seiten. Die ganze Pracht. Oh. Mach mal einen kleinen Strip. Ganz hübsch, ja. Ja, ich bin so, so glücklich. Ich kann das gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Ich fühle mich einfach wie ein neuer Mensch. Ja. Mhm. Ja, das ist auch praktische Frisur, ja. Also da braucht man gar nichts machen. Jeden Tag irgendwie entweder offen oder zusammen. Mhm. Und dann hat man schöne Haare jeden Tag. Ja, einmal die Woche waschen oder manchmal auch nur die Kopfhaut waschen, das reicht auch. Mhm. Das ist eine gute Laune für so, stimmt. Genau, ich bin jetzt so richtig in Urlaubsstimmung. Ja. Ich bin ja auch im Urlaub. Ja. Nochmal vielen, vielen Dank. Mhm. Danke. Und tschüss YouTube. Ja, tschüss. Heike. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal, auch für die nicht 3 Jahre. Nee, es gibt die Pandemie nicht mehr. Okay, die Krankheit wird es geben, aber Pandemie, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass es jetzt so gut ist. Du würdest uns jedes Jahr einmal genau nach Deutschland kommen, oder? Ja, genau. Also ich wollte noch sagen zu allen unseren Fans, bitte abonniert unseren YouTube-Kanal, dann bekommt ihr auch Nachrichten, wenn wir neue Videos rausschicken. Also ihr müsst auch das Glöckchen drücken und ich würde mich sehr freuen, wenn noch mehr von euch uns abonnieren würden. Ja. Ja, und ansonsten, ihr hört ja von mir über Facebook oder YouTube oder E-Mail. Genau. Also nochmal vielen Dank an alle unsere Fans und tschüss. Tschüss. Danke.